Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land, den Beutel auf dem Rücken, die Klampe in der Hand. Schöner kann man es kaum sagen, so wie es Herbert Roth schon vor über 50 Jahren beschrieb. Ich wandre ja so gerne. Ob zum Wandern, Radfahren oder im Winter zum Skilaufen. Der Thüringer Wald und der Rennsteig mit seinen unverwechselbaren Markenzeichen lockt jährlich Hunderttausende an. So lag es nahe, ein weiteres Angebot für Touristen und Gäste zu schaffen, mit der Bahn auf den Kamm des Rennsteigs zum Bahnhof Rennsteig zu fahren. Angelegt wurde der Bahnhof 1904. Das Bahnhofsgebäude stammt aus dem Jahr 1906. Der letzte planmäßige Reiseverkehr zum Bahnhof erfolgte 1998. Bis heute wird er für Veranstaltungen und Nostalgiefahrten der Dampfbahnfreunde Mittlerer Rennsteig genutzt. Jetzt ist es endlich nach 16 langen Jahren wieder soweit. Mit den Shuttles der Erfurter Bahn und der Südthüringenbahn ist der geschichtsträchtige Kammweg nun wieder planmäßig jedes Wochenende per Zug erreichbar. Mit dem dafür eigens getauften Shuttle auf den Namen Rennsteig. Welcher Name wäre da nicht passender? In Erfurt Hauptbahnhof beginnt die Fahrt hinauf zum Rennsteig. Und der Bahnhof Rennsteig ist mit dem Rennsteig-Shuttle der Erfurter Bahn in Erfurt quasi an den Fernverkehr der DB angebunden. Einfacher und bequemer geht's für Berliner, Leipziger oder Dresdner nicht, einen Kurztrip in den Thüringer Wald mit der Bahn zu machen. Eine echte Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Was für herrliche Aussichten! Die Fahrt mit dem Rennsteig-Shuttle ab Erfurt dauert knappe 90 kurzweilige Minuten. Vorbei an Wiesen und Dörfern geht es schließlich hinein in die dichten Wälder entlang des Rennsteigs, bis er schließlich den Bahnhof Rennsteig auf 747 Höhenmetern erreicht. Die Auffahrt ab Ilmenau mit der Steilstrecke zwischen Stützerbach und Bahnhof Rennsteig gilt mit 60 Promille Neigung als eine der steilsten im Reibungsbetrieb befahrenen Eisenbahnstrecken Deutschlands.
Am Rennsteig angekommen, befindet man sich mitten im UNESCO-Biosphärenreservat Fässertal-Thüringer Wald. Hier warten zu jeder Jahreszeit kulturelle Attraktionen und herrliche Naturerlebnisse. Der Bahnhof Rennsteig ist Ausgangspunkt für ausgedehnte Radwanderungen auf dem Ilmradweg oder für anspruchsvolle, zu den schönsten Gipfeln über den Rennsteig-Radwanderweg. Auch der ambitionierte Wanderer findet ausgedehnte Wandertouren im UNESCO-Biosphärenreservat Fässertal oder begibt sich auf Goethes Spuren zum Goethe-Wanderweg. Im Winter können Skifahrer direkt vom Bahnhof Rennsteig aus auf gespurten Loipen in die Skiwandergebiete Schmücke-Oberhof oder Schmiedefeld-Fässertal gelangen. Vier Zugpaare starten jeweils samstags und sonntags sowie feiertags hinauf auf den Rennsteig. Die Vernetzung von Eisenbahn und Bussen auf dem Rennsteig sorgt für eine völlig neue Qualität in der touristischen Erschließung. Dafür sprechen gut abgestimmte Anschlüsse vom Bahnhof Rennsteig nach Masserberg, Frauenwald, Schmiedefeld, Fässer und Oberhof. Alle Infos zum Zugverkehr sowie Fahrpläne im Internet auf www.erfurter-bahn.de bzw. auf www.rennsteigbahn.de. Also, worauf warten Sie noch? Der Rennsteig ruft! Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das Land. Den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. Ich bin ein Lusterwandersmann, so völlig unbeschwert. Mein Lied erklingt durch Busch und Tann, das jeder gerne hört. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. Am schönsten Plätzchen dieser Welt, da find ich meine Ruhe. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen.